krieg schon Panik. Das Level ist der 10. Okay, dann nehmen wir vielleicht erstmal ganz kurz den Vogel mit. Ich glaube, der macht das ganz gut. Gleich ein Headshot, wie wär's? Nicht weglaufen! Dann doch kein Headshot. Oh, ja, was hat der denn für einen Charge? Macht das überhaupt mehr Schaden, wenn wir in den Kopf schießen? Wie viele Pfeile habe ich noch? 3 nur noch, ne? Wir warten mal ganz kurz. Der macht das ja schon von alleine da ganz gut. Oh! Oh. Ich wollte eigentlich eh drücken. Und ich habe jetzt aus Versehen schon den Ball geworfen. Zum Glück haben wir ihn getroffen. Ja, guck mal, das war doch easy. Easy, easy, easy. Leder. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Jetzt fehlt nur noch. Fehlt noch einer, den wir hier gerade gesehen hatten. Ich meine, wir können hier noch einen Lastesel mitnehmen. Hat noch irgendeiner von denen, können wir das angucken? Ist ein bisschen... Kann ich hier irgendwie zwischen denen dann noch wechseln? So mit hin und her, hoch und runter oder so? Voriger Tab, nächster Tab. Es wäre ganz cool, wenn man hier noch scrollen könnte zwischen den Viechern, die man gerade dabei hat. Dass ich hier sowas sehen kann wie... kann mir helfen, trägt Sachen für mich und so. Das wäre schon richtig nice. Guck mal, der hat Holzwellenstufe 2. Das heißt, er ist super schnell mit Holzwellen. Und seine, diese Level hier sind low, weil... Also rot, weil die lower sind, ne? Wir haben die mit Level... War der nicht? Ja doch, der war 9. Und der andere war 10, genau. Und die werden runtergestuft, weil wir lower sind, ne? Die stärker sind jetzt... Ja, okay. Und er war auch 10. Hell aussetzen. What? Wir können ihn einfach aussetzen. Schon ein bisschen mies. Ist hier schon wieder ein Vogel? Ich habe doch den Schatten gesehen. Nightwing. Voll cool. Ich mag den sehr gerne. So, ich wollte mal gucken, was brauchten wir denn? Was fehlt? Woran haperte es denn eben für die Bälle? An Stein, an Holz? Oder was ist das? Ist Holz? 11 Holz. 3 Stein und Eisdrüse. Ich glaube, an den blauen, ne? Also nicht, dass wir genug davon hätten. Genug Stein und genug Holz. Aber ich glaube, an den blauen hat es gerade gehapert. Jetzt sind wir ja noch relativ leicht. Guck mal, hier kriegen wir auch Paladin drauf. Voll cool. Den hatten wir auch. Ich hätte ganz gerne diesen einen, den wir in der Nacht gesehen haben. Der war cool. Ist die Waffe schon wieder kaputt. Wir gucken gleich mal. Wir sind, glaube ich, schon ein bisschen gelevelt. Ich gucke gleich mal, ob wir schon die besseren Sachen bauen können. So. Erz gibt's auch. Stimmt, hatten wir am Anfang schon mal bekommen. Ne? Wir haben jetzt etwas mehr als die Hälfte mit 300 Kilo von unserem Gewicht. Es ist halt super ineffizient, wenn wir mit einer kaputten Waffe hier diese Sachen abbauen. Aber ich will diesen Stein hier noch zu Ende abbauen. Wir müssen auch noch ein bisschen Holz mitnehmen. Das dauert so lange. Was können wir denn noch machen? Will man nochmal LP, ne? Ich glaube, das ist ganz nützlich. So, das hier wollte ich gucken. Technologie, was können wir denn noch Neues? Wow, wir können ganz schön viel schon. Holzfällerlager, Steinbruch, Schild, Baseballschläger. Hey, nicht streiten. Foxpark-Geschirr, Geschirr zur Handhabung von Fox ermöglicht Aktivierung der Partnerfähigkeit als Flammenwerfer auszurüsten. What? Barmöbel-Set. Unbekannter Gegenstand. Fange zum Freischalten ein bestimmtes Perl. Einen bestimmten Perl. Okay, das ist wahrscheinlich dann sowas wie das hier, was wir erst lernen können, wenn wir den dazu gefangen haben. Bringe hier Opfer da, um dich mit deinen Perls stärker zu machen. Das ist die, die wir brauchen. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ausrüstungswerkbank. Damit kann Pell-Ausrüstung gefertigt werden, die für Pell-Partnerfähigkeiten benötigt wird. Das ist sehr gut. Eine Standfackel ist auch vielleicht ganz cool, aber... Sattel. Guck mal, wir können Sattel schon bauen. Für das Alpaka-Ding. Das kriegt ein Halsband.
Ermöglicht es, wenn es im Team ist, durchgehend draußen zu bleiben und die Schützenhilfe zu geben. Das heißt, sonst ist es immer nur nachts irgendwie so aktiv oder wie kann ich mir das vorstellen? Wir haben echt viel, was wir hier für die Viecher freischalten können, ne? Guck mal, jetzt ist es kleiner geworden, aber es ist immer noch sehr viel zu tun hier mit dem Stein. Ich glaube, das macht gar keinen Sinn, das hier noch weiter abzubauen, weil das so lange dauert. Ich glaube, wir sind schneller, wenn wir zurücklaufen. Oder wo war nochmal der Reisepunkt? Wo sind wir denn mittig? Okay, das ist schon ein bisschen kürzer dahin. Dann reisen wir mal dahin, wir rennen mal dahin und teleportieren uns zurück. Das geht ja bestimmt schnell. Können wir das noch kurz abbauen? Kurz. Das dauert so lange. Das macht gar keinen Sinn. Haben wir noch nicht eins bekommen? Ja, leck mich. Okay, dann einmal zurück zur Statue. Freue mich schon ein bisschen auf die Nacht. Das ist schon wieder dreiviertel Tag rum. Dann sehen wir vielleicht wieder coole Sachen. Coole, kleine. Diesen einen, der so ein bisschen aussieht wie Psyana oder so ähnlich ist. Nachtara oder. Nee, wie. Die, doch, ich glaube, Psyana heißt der mit dem Stein an der Stirn. Den will ich. Den will ich sehr gerne. Da steht was mit Waffen. Wo ist deine Waffe kaputt? Ja, genau, die ist kaputt. Deswegen dauert es auch so derbe lange, bis ich Sachen abbauen kann damit. Deswegen sind wir jetzt einmal zurück. Und packen mal ein paar Sachen hier hin. Der kann auch mit tragen, ne? Nee, der kann auch mit handwerken. Das war's. Der kann hier bleiben. Na, guck mal, können wir den tauschen? Den können wir zum Reiten nehmen. Essensmenge 3. Der ist zum Holzfällen. Der kann eigentlich hier bleiben. Den mag ich, den will ich mitnehmen. Essensmenge. Achso, das ist das, wie viel er tragen kann oder wie viel. Nee, wie viel Hunger er hat, ist das nicht. Ist das, wie viel er braucht? Verbraucht er so viel Essen? Dann wäre er super hungrig. Hungrig. Alpaka hat jetzt schon mehr Leben als er. Es wäre halt ganz cool, wenn wir einen dabei hätten, der auch handwerken kann, ne? Aber zur Not können wir uns auch einfach einen fangen. Ja, komm, wir nehmen erstmal nur den mit. Und wir reparieren als erstes mal diese Waffe. Sonst wird man ja blöd damit. So, das bitte einmal. Oh, falsch geklickt. Und das bitte auch einmal. Und dann können wir hier noch, wie viel können wir bauen? 6, jawohl, die nehmen wir alle mit. Und wir können auch eine ganze Menge anderes Kram bauen, ne? Was müssen wir denn machen fürs nächste Lager-Upgrade? Also hier fürs, ja, für die Pellbox. Da müssen wir gleich mal gucken. So, Gumo läuft ja auch schon mal rum. Ach so, wir mussten dieses Bärendings, ne? Warte mal. Was brauchten wir dafür? Was stand da? Mehr Muskeln? Mehr Muskeln als Verstand. Masochist. Wow. Die haben sogar so Special-Eigenschaften. Ach so, nee, das war ja unter B wie bauen. B. Pell-Ausrüstungswerkbank. Brauche ich Holz und Stoff für. Statue der Kraft brauche ich mehr Stein für. Holztruhe ist nice, aber. Was? Hä, wo war das? War das doch hier? Den müssen wir auf jeden Fall auch mal bauen, Holz und Stein. Haben wir dieses B-Dings noch nicht gelernt? Bin ich gerade blöd? Oh no, wir haben das noch nicht gelernt. Ich bin nur blöd. Oh Mann. Okay, aber jetzt müssten wir es über B bauen können, ne? Nahrung. Ja, guck mal. Okay, wir müssen erst farmen gehen. I see. Leveln die hier auch im Lager eigentlich? Das wäre auch was, was mir nützlich wäre, wenn ich das wüsste. Guck mal, die Bären sind wieder da. Vielleicht wachsen die halt einfach nur alle 2 Tage nach oder so. Das kann auch sein. Ist aber schon mal gut zu wissen, dass sie überhaupt wieder nachwachsen. Und der Stein hier, den haben wir auch schon mal abgebaut, glaube ich. Also grundsätzlich, sorry, scheinen die Ressourcen sich hier auch wieder zu vermehren oder wieder zu respawnen. Es hätte schon ewig gedauert, wenn wir noch weiterhin mit der kaputten Spitzhacke hier rumgehauen hätten. Es
wäre ganz praktisch, wenn wir jetzt unten rechts bei der Benutzung auch diesen Balken sehen, wie durable, also wie hier die Haltbarkeit ist, ne? Okay, Steine sind super schwer. Brauchen noch ein paar Holzdinge. Und ich nehme noch ein paar Beeren mit, dass wir die auch in diesen Futtertrog packen können. Ich glaube, wir haben ganz schön viele schon, die bestimmt mittlerweile Hunger haben. Warte, wir haben nicht mehr so viel. Wir können nicht mehr so viel tragen. Okay, ja, dann gehen wir doch erstmal zurück. Und das dann nehmen wir noch mit, weil es da rumliegt. Jetzt wird es schon wieder dunkel. Dann kommen gleich wieder die coolen Viecher raus. Okidok. So. Was wollte ich nochmal? Ich weiß gar nicht mehr. Wir bauen jetzt erstmal dieses Beet der Dings. Boah, ist das groß. Das ist ja richtig groß. Das kann vielleicht... in diese Ecke... finde ich gut. Das sieht nicht so gesund aus da oben. Jetzt geht's. Er hilft uns mit von der anderen Seite. Falls sie kein Bett haben. 3 von 4 Betten. Wir brauchen eigentlich auch noch ein Bett. Das dauert ganz schön lange. Ja. Aber wenn das hier fertig ist, dann können wir erstmal hier, glaube ich, aufleveln. Dann kann hier noch einer so rumlaufen. Wir packen gleich noch das Essen in den Futtertrog. Guck mal, Aussaat, der macht schon sowas. Aussaat und Bewässerung. Kann der das einfach? Wie gut. Mission erfolgt. Ja, ja, wir können jetzt upgraden. Ich weiß. Voll gut, aber... ja, hier ist schon mal gar nichts zu essen mehr drin. Guck mal, ihr kriegt alle die. Und das Fleisch kommt hier auch rein. Und das auch. Könnt ihr euch einmal alle bedienen. Wir packen hier nochmal einen rein. Wir graden das ab und dann packen wir nochmal einen rein. Achso, erst upgraden war V. Dann können hier nämlich 5 rein. Statue der Kraft, Ausrüstungswerkbank. Das haben wir beide schon gelernt. Das ist sehr gut. Dann, warte mal, wer kann denn hier noch irgendwas? Das ist Holz, das ist Aussaat, ne? Wer ist denn hier nochmal so ein bisschen farmingmäßig unterwegs? Was nützt uns denn hier noch vor allem? Der kann gießen. Was kann er? Er kann gießen. Guck mal, er hat eine Gießkanne da. Das ist vielleicht ganz gut. Er kann Feuer machen, das ist auch gut. Ja, den, der gießt, den brauchen wir auf jeden Fall. Und das ist schon mal gut, dass der da ist. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen, müssen diese Bank bauen, diese Werkbank für Ausrüstung von Pelz und diese Kraft, ne? Haben wir schon wieder so viel Holz verbraucht? Können wir die noch bauen? Die können wir noch bauen. Boah, die ist aber groß. Die kommt mal hier so hin. Ich sehe es gerade leider nicht. Warte mal. Kann ich dabei vielleicht die Fackel in der Hand halten? Dann frieren wir nicht. Wo ist denn schon wieder die Fackel? Da. Guck mal. Dann frieren wir nicht und dann sehe ich auch, wo ich das hinbauen will. Pass auf, die steht ein bisschen schief, aber es macht ja nichts, ne? Kann ich die hier bauen? Wie? Oh, die ist falsch rum. Warte mal. Guck mal, wir kriegen sogar 1:1 100% zurück, ne? Das ist ja richtig gut. So, wie wir drehen? Mausrad. Ja, guck mal. Du musst doch auch in die richtige Richtung gucken, sonst ist das doch blöd. Du hast doch da eben schon hingepasst. Wo war denn die Lücke? So, guck mal. Jetzt müssen wir hier wieder alleine bauen, weil die alle schlafen. Die Faulpelze. Aber... voll gut, dann haben wir das schon mal fertig. Dann brauchen wir noch Holz für die Werkbank. Aber ich glaube, bevor wir das Holz jetzt farmen, oder auf dem Weg zum Holz farmen, schauen wir vielleicht nochmal, ob es seltene Tiere gibt. Seltene Pelz natürlich. Und wir können hier ja auch diese Seelen, die wir in der Fabrik haben, in der Kiste haben. Da könnten wir auch nochmal hier irgendwie was abgeben und uns ihrer Stärke bemächtigen oder irgend sowas stand doch da.
geht er einmal bis ganz nach oben. Die Ohren auch mit gespitzt. Hui. Eigene Fertigkeiten verbessern. Fanggeschick. Ja, natürlich will ich das erhöhen. Wie gut. Pelz verstärken können wir auch. Den, wie kann ich den Pelz verstärken? Opfere Pelzseelen um die... Ach, ich kann meine und die. Und ich muss jeweils eine Seele opfern. Okay, ja, dann müssen die Pelz leider erstmal hinten anstehen. Ich will mal ganz kurz gucken, dass wir hier noch was wegpacken. Und essen müssen wir auch noch. Habe ich noch was zu essen dabei? Nein, müssen wir gleich holen. So. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben, das. Wolle kann hier rein, das kann da rein. Das ist hier auch schon. Stein kommt noch. Giftdrüse, was wir hier alles haben. Haben wir hier noch irgendwas, was da reinpasst? Ich klicke mal einfach auf alles, ne? Falls wir das da schon drin haben. Genau, das könnte da auch noch rein. Palladium bräuchten wir vielleicht dann mal unterwegs. Perlsaft. Und Leder, guck mal. So, wie viele Bälle haben wir? 22. Na, ich hoffe, das reicht erstmal. Wir gehen mal da drüben lang an den Bären. Da waren ja, glaube ich, noch 2, 3 Bären über. Und dann hoffe ich sehr, dass wir gleich noch dieses Viech wiederfinden. Das, was wir schon gesehen haben. Und genauso wie dieses depressive Dings da hier. Depresso oder wie das hieß. Hab vergessen, wie es hieß. So, guck mal. Ach so, wir haben sogar 2. Ja, guck mal, dann kann ich auch beide essen. So, gibt es hier noch welche? Hab ich nur 2 übergelassen? Das ist wenig. Aber egal, reicht erstmal. Ging es hier nicht einfach ganz normal runter? Irgendwo? Nein? Scheinbar nicht. Das sind diese, die wir schon haben. Ich erkenne die halt leider nicht so gut. Wir hätten das Feuerding mitnehmen sollen, ne? Das leuchtet nämlich auch zusätzlich. Haben wir ja schon gesehen. Hookrates, ja, die haben wir auch gesehen. Die sind auch schon in unserem Eintrag. Ist das auch so eins? Hookrates. Ja, dann nehmen wir doch das da. Ich hätte auch nochmal Pfeile machen sollen, ne? Und dann holen wir den raus. Können wir da draufhauen mit dem Dings? Ja, bitte. Hilf mir mal. Greif den mal bitte mit an. Macht er doch. Ein Träumchen. Dann könnten wir nämlich den gleich zur rechten Zeit zurückholen. Einmal noch, ne? Und dann können wir das da drauf werfen. 37% nur. 57. Oh no. Ja. Der schießt einfach auf mich, der Penner. Ja, bitte bleib da drin. Nein, bleib doch da drin. Es wird schon wieder Tag. Was ist mit dir? Ich muss ihn gleich nochmal hauen, ne? Ey. 2% mehr gemacht. Machen es die 2%? Jawohl. Die 2% sind es gewesen. Ich hab's gewusst. Hookrates? Wird hier... Oh no, das wollte ich gar nicht. Kommst du mal bitte gleich wieder zurück? Das sind auch alles Hookrates, ne? Wo ist denn dieser andere? Das ist natürlich auch echt... Da! Ich weiß nicht, wie viele Pfeile ich noch habe. 0. Kann ich den damit aushauen? Ja, aber es macht halt super wenig Damage. Der klatscht mich, ne? Aber der ist nur Level 5. Wie viel Prozent hat denn der? 64. Guck mal, das reicht doch schon. Das schaffen wir. Ich glaube daran. Sehr gut, sehr gut.
Sehr schön. Das ist der, den ich haben wollte. Der ist hübsch. So, warte mal. Der ist das. Wir gucken uns hier mal an. Düsterfluff. Was ist denn Düsterfluff? Erstfangbonus. Partnerfähigkeit Düsterfluff. Was macht denn Düsterfluff? Warte mal. Hat schwere Verletzungen. Ja, okay. Aber da stand doch gerade was hier. Beim gemeinsamen Kampf erhalten deine Angriffe das Attribut Schatten. Aha. Hat er so ein Mäntelchen? Alles schon ein bisschen niedlich, ne? Was ist hier? Wenn dieser Pell im Team ist, wird der Angriff von Pells BR und des Typ Schatten erhöht. Okay. Und der hat sowas nicht. Oder den Sa... Ach, guck mal. Nightwing-Sattel benötigt. Können wir den dann fliegen, wa? Wie gut. Wie gut. Was kann der? Der kann nur sammeln. Das ist wenig. Aber ich mag dich. Kommt den da? Den fangen wir jetzt auch noch. Können wir das wegpacken? Ha, ausgewichen. Können wir den nicht irgendwie K.O. schlagen? So bewusstlos? So ähnlich wie bei Ark? Oh oh, keine Ausdauer mehr. Ist er tot? Oh no, das war einmal zu viel, ne? Shit. Okay, dann den. Oh, voll reingerollt. Oh oh. Ich will noch einmal. Ja. Manchmal, wenn die so... Wo werfen wir diese Bälle hin? Ganz ehrlich. Dann werfen wir diese durch die durch und die sind einfach weg im Nichts. Oh, da hätte ich einfach ausweichen können. Oh, jetzt sind die beide böse. Das ist schlecht. Oh, oh. Ich glaube, ich laufe mal weg. Oder wir holen mal den raus. Ne, den wollte ich nicht. Ich wollte den. Und der hilft mir. Ich hoffe, der hilft mir, bevor ich tot bin. Das wäre schon ganz nice, wenn der mir hilft, bevor ich tot bin. Er ist tot. Okay. Oh, jetzt haben wir die da hinten auch noch. Oh, oh. Sind die auch noch böse auf uns, ne? Kriege ich das mit ab? Ja, ja, ich hab's mit abbekommen. Okay, den haben wir. Wie sieht's mit den anderen aus? So ist halt eigentlich ganz cool, ne? Der klatscht die hier alle und ich kann einfach zwischendurch mal irgendwie einen Ball drauf werfen. Oh nein! Den wollte ich doch. Wo sind die anderen? Da ist noch einer. Und wir sind hungrig. Warum rennt er weg? Hör auf, wegzurennen! Komm wieder zurück! Ich kann auch nicht mehr hauen, wenn wir keine Ausdauer haben. Warum kann ich dir nicht hauen? Na toll, jetzt haben wir auch noch das Falsche. Ist doch nicht euer Ernst! Was ist denn da los? Und er greift ihn halt einfach nicht an, ne? Shit. Geht der ins Wasser? Ach, guck mal. Geht doch. Jetzt greift ihn doch hoffentlich unser Viech mit an. Ja, sehr gut. Ist der wieder stuck da unten? Geht noch, ne? Ist der tot? Oh no, ist der jetzt auch tot? Er flattert aber noch, oder?
Das geht ihm halt, glaube ich, nur nicht so gut. Ja, können wir leider nicht. Ich würde ihm ja helfen, aber ich glaube, es geht ihm nicht so gut, weil er im Wasser ist, ne? Er trinkt da jetzt. Ich versuche ihn mal rauszuschieben. Das nutzt irgendwie nichts. Und wir klettern halt auch ganz von alleine da an den Rand wieder. Aber der lebt doch noch. Der hat doch die Augen noch offen. Ach, Mann.